Sie sind seit Jahren das erfolgreichste Frauenfußballteam Österreichs, die SKN Frauen St. Pölten. Heute sind Sie bei uns. Einen schönen guten Morgen, Melanie Brunthaler und Carina Schlüter, wie ich jetzt gelernt habe, aus Deutschland. Das Ü muss man lange aussprechen. Genau, danke. Wahnsinnige Erfolge heimst ihr ein, einen nach dem anderen, heuer zum 7. Mal in Folge. Sowohl Cup als auch Meisterschaft gewonnen. Und dennoch ist es so, Frauenfußball ist immer noch nicht gleich auf mit Männerfußball. Und das müsst ihr euch sogar von Fußballgrößen sagen lassen. Wir haben da einen Interviewausschnitt von Hans Krankl vorbereitet. Und mittlerweile haben sie ein Niveau, das eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut ist. Ich habe mir diese Major angespart, die sie gespielt haben, und das war schon sehr ansehnlich. Es ist kein Männerfußball, aber das kann man auch nicht verlangen. Das soll man soll es auch nicht. Es gibt immer diese Streiterei, die Frauen sollen nicht Fußball spielen. Ich finde, die Frauen sollen genauso, oder die Malen sollen genauso Fußball spielen, aber man soll es nicht vergleichen mit den Männern. Der Männerfußball, besonders heute der Profifußball, auch international noch mehr, aber auch schon bei uns, ist so professionell geworden. Es ist ein einziges Geschäft. Herzlich willkommen im Jahr 2022, kann man da nur sagen. Was sagt ihr zu solchen Aussagen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr das immer wieder zu hören bekommt. Ja, das hört man tatsächlich sehr, sehr oft. Also in gewissen Sachen hat er recht, dass es halt einfach bei den Männern athletischer ist, dass es schneller ist, dass es kräftiger ist. Ich glaube, das ist einfach daher gegeben, dass die Anatomie bei den Männern ja ganz anders ist. Trotzdem glaube ich, dass wir Frauen ja mittlerweile auf einem wirklich guten Niveau spielen und dass solche Aussagen irgendwann in unseren Ohren auch einfach ein bisschen nerven. Das würde ich auch behaupten. Also diese Diskussion, die immer wieder aufkommt, die gibt es in anderen Sportarten ja auch nicht. Tennisspieler oder Tennisspielerin, da wird auch nicht so groß unterschieden. Und im Fußball sind das immer wieder Diskussionen, die auf den Tisch kommen. Nervt das nur oder schmerzt das auch mal, dass ihr sagt, bitte, wir leisten da Wahnsinniges. Eigentlich haben größere Erfolge als die Männer in Österreich und dennoch hört man sowas immer wieder. Ja, wie gesagt, das ist halt, der Frauenfußball ist noch nicht so weit, also es ist die Geschichte noch nicht so lang wie beim Männerfußball, und das ist klar, natürlich, wir arbeiten dran und es gibt jetzt immer mehr, sage ich jetzt mal, ein Boom vor der Europameisterschaft, und auf dem kann man auf jeden Fall aufbauen. Wir arbeiten alle, glaube ich, dran, dass es immer mehr wird, aber sicher ist es nervig. Es ist, ich meine, schaut man einen Mann an und eine Frau, ist es natürlich klar, die Carina hat eh schon gesagt, dass es Unterschiede gibt, vor allem jetzt in der, sag ich jetzt mal, körperlichen Hinsicht, aber jetzt taktisch oder technisch sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg, und ich würde jetzt behaupten, dass wir da schon auf jeden Fall Ahnung haben. Ihr beweist das auch immer wieder. Am Samstag Auftakt der neuen Bundesliga-Saison, und da seid ihr gleich einmal fulminant hineingestartet, 9:0 gewonnen. Gratuliere. Danke. Was sind denn die Ziele für die Saison? Also wir haben ganz klar national 2 Titel zu verteidigen. Also wir wollen wieder die Meisterschaft holen, wir wollen den Cup wieder gewinnen. Und dazu spielen wir auch noch in der Champions League. Das sind die internationalen Spiele. Und da ist ganz klar das Ziel, dass wir die Gruppenphase erreichen wollen. Die erste Runde haben wir jetzt auch schon geschafft. Die nächste Runde wird dann morgen ausgelost. Und das ist auch ganz klar. Also Gruppenphase muss auf jeden Fall sein. Wünsche für die Auslosung morgen? Ich glaube, da sind wir so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen wünscht man sich natürlich eher einen schwächeren Gegner, um gut weiterzukommen. Andererseits auch einfach einen Gegner, wo die Reise, ich sag mal, eher angenehm ist. Also diese Reisestrapazen, die sind wirklich nie zu unterschätzen, gerade wenn danach dann der andere Wettbewerb mit Meisterschaft gleich weitergeht. Wir haben jetzt in der Auslosung drin entweder den Meister halt aus Bosnien, aus Dänemark, aus Finnland, Norwegen, Schottland, Irland. Ich weiß nicht, habe ich noch wen vergessen? Ukraine, genau. Die Teams könnten wir jetzt ziehen, und dann ja, ist natürlich abhängig davon, wo man dann hinfliegen müsste. Aber ich denke, machbar sind sie alle, aber auch alle keine Geschenke. Also es werden auf jeden Fall sehr gute Spiele werden. 2 Titel zu verteidigen, du hast es schon gesagt. Wie groß ist da auch der Druck? Der Druck? Natürlich wartet, glaube ich, die ganze Fußballszene, sage ich jetzt mal, drauf, dass St. Pölten fällt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Wir nehmen das jetzt nicht als selbstverständlich, so wie es wahrscheinlich viele denken. Ja, okay, St. Pölten wird es eh wieder machen, oder eh klar. Das ist für uns auf jeden Fall nicht so. Wir haben jetzt auch eine komplett neue Mannschaft eigentlich, und da müssen wir jetzt auch mal reinkommen. Der erste Start ist schon mal gut gelungen, aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit auch dahinter. Und ihr trainiert hart. Dankeschön für den Moment, fürs frühe Aufstehen. Wir plaudern später noch weiter, und jetzt schauen wir raus zu dir, Eva.